Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Matthias Mühlichen zu Ihnen, Gemeindeleiter der Freien Christengemeinde in Teterow. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Dieses Wort aus den Sprüchen in der Bibel ist die Herrnhuter Tageslosung für diesen Sonntag. Haben Sie sich schon mal gefragt, was Gotteslästerung ist? Eine Form zumindest ist die Missachtung und Verachtung von Menschen, die sich nicht wehren können. Das mag zunächst nicht dramatisch erscheinen, aber Gott wendet sich gegen die, die den Geringen schlecht behandeln, ob nun verbal oder durch andere Handlungen. Jesus hatte das wohl vor Augen, wenn er von unserem Umgang mit Kindern sprach. Ihre Engel sehen allezeit das Angesicht des Vaters im Himmel, sagte er. Aber ich denke, das passt auch auf Geflüchtete, sozial Schwache, Minderheiten und Unterdrückte. Ohne hier irgendwie Gottes Reaktionen definieren zu wollen, aber wenn es uns manchmal sehr bescheiden geht, halte ich es für einen guten Anlass zu fragen, ob wir immer gerecht mit unseren Mitmenschen umgehen, besonders eben mit denen, die sich nicht wehren können. Möge dieser Sonntag uns helfen, zu heilsamen, guten Gedanken über unser eigenes Leben wie auch unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater, der uns Barmherzigkeit schenkt und der Gott, bei dem wir Ermutigung finden. Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. Allerdings wird auch uns in reichem Maß das Leid zuteil, das Christus erlebt hat. Aber genauso erfahren wir in reichem Maß auch die Ermutigung, die er schenkt. Wenn wir in Not geraten, sollt ihr dadurch ermutigt und gerettet werden. Wenn wir ermutigt werden, sollt ihr dadurch neuen Mut schöpfen. So sollt ihr geduldig dieselben Leiden ertragen, die auch wir ertragen müssen. Wenn wir an euch denken, so sind wir sehr zuversichtlich, denn wir wissen, dass ihr ebenso wie an dem Leiden auch an der Ermutigung Anteil habt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Internet und am Telefon, liebe Gemeinde, Paulus führt den 2. Korintherbrief so ein: Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist quasi der Vater der Barmherzigkeit und der Ermutigung. Eine seltsame Vorstellung, dass Barmherzigkeit und Ermutigung einen Vater haben, Gott. Dieser Gott kennt uns, unsere Lage, unsere Nöte. Er weiß, wann wir Ermutigung brauchen und will sie uns geben. Und er möchte, dass wir unsere Ermutigung, die wir von ihm erhalten haben, an andere weitergeben, die in ähnlicher Situation auch wieder Ermutigung brauchen. Wenn wir von Gott Ermutigung erfahren, sollen wir diese weitergeben, und zwar genau und konkret dann, wenn wir merken, dass unser Trost, unsere gewonnene Hoffnung dem anderen in seiner Schwierigkeit helfen kann. Wenn Gott der Vater der Barmherzigkeit ist, dann erweisen wir uns auf diese Weise tatsächlich als seine Söhne und Töchter, weil wir lernen, so zu handeln wie er. Wann brauchen wir Ermutigung? Wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir in Problemen feststecken, wenn Beziehungen gerade gestört sind, vor allem, wenn es dabei um für uns so wichtige Menschen geht oder wenn wir enttäuscht sind, Dinge fehlgeschlagen sind
oder andere Schwierigkeiten uns bedrücken? Paulus hatte noch viel heftigere Leiden. Er litt unter Verfolgung. Er wurde gesteinigt, ausgepeitscht. Man dachte teilweise, er wäre daran gestorben. Und dann stand er doch wieder auf. Er war im Gefängnis, wohl unzählige Male, hatte unter widrigen Umständen zu leiden, dazu auch unter Wetter, Schiffbrüchen, manchmal auch unter ihm nicht wohlgesonnenen Mitmenschen, auch unter Christen. Paulus nennt das Leiden Christi, und wie Jesus selbst soll auch Paulus in Rom am Kreuz gestorben sein. Aber so, wie er viel Leid auszuhalten hatte, mindestens so groß war auch die Ermutigung, die er von Gott erhielt. Mir geht es oft so, dass oft schon eine harsche Kritik reicht, dass ich aufgeben möchte. Paulus hat heftigste Verfolgungen erlitten und machte weiter. Warum? Weil er so fanatisch war? Paulus sagt, nein, mitten im Leid werde ich vom Vater Jesu Christi, dem Vater, von dem alle Barmherzigkeit kommt, so ermutigt, dass ich weitermachen kann und will. Das ist eine Ansage. Oh, ich möchte da gern noch ein bisschen lernen, diese Ermutigung Gottes mehr zu erfahren. Paulus hat noch eine andere Begründung für das Leid in seinem Leben. Ja, ein bisschen bin ich da schon fast erschrocken über seine Begründung. Er sagt, durch seine Not werden die Korinther ermutigt. Wie kann das gehen? Ich denke, dass die Korinther sehen konnten, wie Gott den Paulus mitten in schlimmen Lagen ermutigte und dass sie seine Standhaftigkeit als Zuwendung Gottes erkannten. Und dies wiederum ermutigte die Korinther, an ihrem Glauben festzuhalten, selbst wenn auch sie durch Nöte hindurchgehen mussten. Zum Menschenleben gehören Phasen des Leids und der Ermutigung dazu. Beides greift ineinander. Und wir brauchen einander dafür. Im Leid und der gegenseitigen Ermutigung wird der Wert des Menschen erst richtig erkennbar. Es ist wie das Polieren eines schönen Gegenstandes, der dadurch umso schöner aussieht. Der durchaus leidgeprüfte und tiefgläubige Fjodor Dostojewski schrieb, der Mensch erwirbt sein Glück durch Leiden. Und dieses Glück kommt aus der Zuwendung, der Ermutigung von dem Vater der Barmherzigkeit und aus dem Erleben, dass wir uns gegenseitig an dieser Ermutigung teilhaben lassen. Dann sind wir wahrhaftig und ganz praktisch seine Söhne und Töchter durch Jesus. Amen. Beten gemeinsam mit Jesus. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne euch Gott, der Vater des Erbarmens, mit Ermutigung, gerade in schwierigen Momenten, um anderen ein Beispiel und wiederum eine Ermutigung zu werden, wo sie Hilfe brauchen. Und er bewahre euch mit seinem Frieden, der bis in Ewigkeit Bestand hat. Amen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03996 188 9996. Bleiben Sie Gott befohlen.